zusammen. Ja, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge der Kurztipps Around. Und ich weiß nicht, wie es bei euch aktuell so im Januar ist. Der Januar ist in den meisten Vereinen deutschlandweit ja noch frei, was Raubfisch angeht. Bei uns ebenfalls. Wir haben bis zum 31. Januar oder einschließlich 31. Januar noch die Möglichkeit, mit Kunstködern und Naturködern den Raubfischen, Hecht und Zander nachzugehen. Ab 1. Februar haben wir dann die Schonzeit bis zum 15. Mai. Das ist immer so eine Phase, gerade als Karpfenangler im Februar losgehen, sicherlich machbar. Ich habe auch selber im Februar schon Karpfen gefangen. Es ist natürlich aber ein bisschen unangenehm, es ist sehr kalt, die Fische sind inaktiv, weil sie eventuell den Stoffwechsel runterfahren. Und ich suche mir immer andere Möglichkeiten auf. Und was ich ganz gerne in der Schonzeit mache und fast also wirklich intensiv, eigentlich nur in der Schonzeit, das ist das Fiedern auf Brassen. Und da habe ich mir gedacht, weil es sich ja auch andere genauso machen wie ich, die vorwiegend auf Karpfen, Raubfisch gehen und dann in der Schonzeit mehr oder weniger vor dem Nix stehen. Aber mit die gehen dann sich ja in der Schonzeit auch los mit der Federroute, habe ich mir gedacht, ach weiß was. Eigentlich kann man da auch mal schick eine Folge kurze drüber machen und euch vielleicht so ein bisschen schmackhaft machen. Vielleicht gibt es auch den einen oder anderen von euch, der noch nie mit der Federroute los war oder noch nie auf Brassen geangelt hat. Mag ja auch sein. Und ja, habe mir ein paar Stichpunkte gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr die letzte Folge Kurztipps Around gesehen habt. Da habe ich mir auch Stichpunkte gemacht. Es ist einfach so viel, was ich erzählen möchte, dass ich mir das gar nicht alles merken kann. Und da gehe ich vor mal bei, mache mir so ein paar Notizen, damit ich euch dann noch ein bisschen was erzählen kann. Ja, Brassen. Des einen Leid, des anderen Freude, sage ich immer wieder. Beim Karpfenangeln im Sommer nachts habe ich schon Nächte erlebt, wo ich dann 10, 15 Mal hoch musste, weil dann an meinen Karpfenruten am Boy, die dann auf einmal eine Brasse hing. Ist beim Karpfenangeln vielleicht nicht ganz so schön. Aber selbst da bin ich mittlerweile so, wenn es wirklich Exemplare sind, die auch ein bisschen Pfund quasi auf die Waage bringen. Und ich bin jetzt wahrhaftig kein Angler, der nach Zentimeter oder nach Kilo oder Pfund angelt. Ich gehe dann angeln, wenn ich Lust habe, und ob der Karpfen jetzt 10 Pfund hat oder 100 Pfund, blöd gesagt, das juckt mich nicht. Klar möchte man immer möglichst großen Fisch fangen, darum gehen wir auch angeln, aber für mich ist es mehr zweiter oder drittrangig, ich muss ganz ehrlich sagen. Als erstes steht bei mir ganz klar im Vordergrund, dass ich am Wasser bin, die Zeit genießen, die Ruhe, ne? Und an zweiter Stelle würde ich dann fast sogar noch sagen, dass ich das, wenn ich mit meinen Freunden oder meinen Kollegen, mit meinen Kumpels am Wasser bin, dass das sogar noch ausschlaggebend ist, weil ich habe auch schon Abende gehabt auf Aal, da habe ich einen Biss gehabt auf Tauwurm. Jeder 4 Ruten, nicht ein Biss, bis nachts um 2. Und ich bin dann um 2 Uhr nach Hause gegangen und habe mir trotzdem gesagt, boah, das war eigentlich ein richtig cooler, geiler Angelabend mit einem Kumpel zusammen. Über Gott und die Welt gelästert, wie man es halt kennt. Und ja, so, wenn meine Katze hier noch ein paar Streicheleinheiten kriegt, fange ich dann einfach mal an. Brassen. Ja, wie gesagt, Brassen, die einen mögen sie, die anderen nicht. Wenn ich wirklich gezielt mit der Fiederroute los bin, ist mein Zielfisch in erster Linie nicht immer die Brasse. Denn gerade an der Fiederroute machen diese Tiere mega Spaß und können auch einiges an Kräften zusammenbündeln. Also wenn ihr mal wirklich eine gute Brasse an der Fiederroute dran hattet, mal lieber Schwan, dann müsst ihr euch schon tun mit der Fiederroute. Das ist nicht ohne. Die Brasse ist ein karpfenartiger Fisch, ist eine Art der Zyprinin, hat also auch dieses vorstellbare Rüsselmaul, wie wir alle mal irgendwann in der Fischereiprüfung gelernt haben. Und demnach, vom Fressverhalten her kann man die doch schon mit Karpfen vergleichen. Also man kann Brassen auch gezielt anfüttern. Das geht natürlich auch. Und was mir bei Brassen allerdings gefällt, kann man es gefällt nennen. Die sind gerade hier bei uns in Ostfriesland in jedem Gewässer vertreten. Man hat vielleicht Gewässer, wo sie vielleicht wirklich ganz stark vertreten sind und Gewässer, wo sie wieder weniger vertreten sind. Aber in der Regel würde ich sagen, sind die eigentlich überall vertreten. Und das macht das Fiedern natürlich auch umso leichter, sage ich mal. Weil man muss die Fische nicht großartig suchen, weil sie in jedem Gewässer irgendwie vorkommen. Und gerade wenn man dann auch im März, wenn es teilweise schon wieder ein bisschen wärmer wird hier bei uns in Ostfriesland, da muss man nicht großartig suchen, da macht man sich seine Fiederroute fertig, Futterkorb und ab geht's. Ja, über die Größe habe ich ja schon gesagt und die Kampfstärke. Die Brassen können gerade an der Fiederroute echt Laune machen. Also das ist was anderes, als wenn man danach zum 3 Uhr im Sommer seine Karpfenroute einholt, weil es wieder 5 Mal gepiept hat. Und dann hängt da so ein kleiner Brassen dran, den man beim Einkurbeln noch nicht mal gemerkt hat.
Ist natürlich klar, die Karpfenrute ist um deutliches stärker und ja, mehr Rückgrat als so eine kleine Fiederrute, wo man dann vielleicht eine Spitze dran hat, die ja eine Unze hat oder so, ne? Da gibt es ja auch verschiedene Stärken. Ja, Essen habe ich hier noch als Stichpunkt. Brassen, es mögen vielleicht alle sagen, wie, der ist Brassen. Persönlich, mein Fall, absolut nicht. Ich mag es einfach nicht. Viele, die ich kenne, die Brassen entnehmen, die machen sich da Fischfrikadellen von. Die hauen die Brassen dann quasi einfach durch den Fleischwolf und machen da Frikadellen von. Und viele, die es machen, die ich kenne, die schwärmen da auch richtig von. Die sagen so, Brassen, Weißfischfrikadellen, die kann man immer gut essen. Und ja, ich möchte es nur mal so erwähnt haben, da gerade wenn man mit der Fiederrute mal ein bisschen Erfolg hat, da kommt auch schon einiges an Kilo zusammen an Brassen. Und wenn man da mal ein bisschen was entnimmt für Frikadellen, warum nicht, ne? Sehr nährhaltig natürlich, wie Fisch generell, sehr viel Eiweiß drin, gesund. Und ich glaube, es schadet jetzt auch kein Gewässer, wenn man da mal ein paar Brassen entnimmt, ne? Als Köderfische, ja, nutze ich Brassen teilweise. Ich kloppe mir da jetzt natürlich nicht so eine 40er Brasse da mit zwei Drillingen für Hecht dran. Aber so kleinere bis 10, 15 Zentimeter auf Hecht, das geht auch wunderbar. Natürlich wollen die meisten immer nur Stint, Makrele, Rotauge, Rotfeder, Barsch. Aber ich sag mal so, wenn ich jetzt wirklich nichts anderes gekriegt habe, dann nehme ich auch eine kleine Brasse als Köderfisch. Und das ist auch völlig legitim, weil man passt sich mit dem Köderfischen ja auch immer das an, an dem an, was im Gewässer vorhanden ist. Wenn man jetzt ein Gewässer hat, wo sehr viele Brassen vorhanden sind, dann werden sich die Raubfische natürlich auch fressenstechnisch gerade an die Fischart gewohnt haben und kennen diese Fische. Wenn man dann eine kleine Brasse als Köderfisch da hat, da gehen die natürlich auch drauf. Ich habe auch schon Hechte auf Brassen gefangen. Das ist nicht das Thema, ne? Ja, das wäre es zum Thema Fisch. So, kommen wir zu den Ködern. Brassen oder Weißfische generell lassen sich mit sehr vielen unterschiedlichen Ködern befischen. Das ist, kann man letztendlich vergleichen mit Raubfisch. Man fängt jetzt da nicht nur auf einen blauen Gummifisch in der Länge von 10 cm seine Hechte und Zander. Das ist beim Brassen natürlich genauso, dass man auf sehr viele unterschiedliche Köder die Brassen fangen kann. Und mein persönlicher Favorit sind da immer noch die Maden, ganz klassisch am 18er Haken, schön klein. Da zwei, drei Maden drauf. Das funktioniert fast immer, würde ich behaupten. Aber auch da gibt es teilweise Tage, so wie letztens war ich am Wasser. Für die aktuelle Challenge, die ich von Sören von Big Ass Hook On bekommen habe, in der ich ja fünf verschiedene Fischarten fangen muss. Da dachte ich mir auch, gut, geht's jetzt mal mit Fiederrute los. Da kannst du wieder eine Brasse fangen und vielleicht eine Rotauge, Rotfeder. Guck, dann hast du schon drei Fischarten. Vielleicht steigt noch deiner Barsch ein oder so. Das geht natürlich auch immer. Und dann saß ich im Wasser, mach da ganz klassisch meine zwei, drei Maden an meinem Haken dran, leg aus und es tat sich nichts. Wirklich absolut nichts. Ich saß an dem Gewässer schon x Male und auf Maden ging immer was. Und bei diesem wie verhext überhaupt nichts. Gut, dachte ich mir, dann probier es noch was anderes. Und die Packung Maden, die war schon einen Tag älter. Und ihr kennt das ja, dass sich die Maden dann so ein bisschen verpuppen. Caster nennt man das ja, oder ja, nennt man es, kann man so sagen, Caster. Und pack da eine von diesen verpuppten Maden dran. Denkt mir, gut, da hast du auch schon drauf gefangen. Werf sie aus. Wart wieder eine halbe Stunde. Wieder nichts. Das gibt's doch nicht. Da habe ich noch eine Dose Mais mit. Für Brassen auch ein hervorragender Köder. Und gerade wenn man auch an Gewässern angeln, wo Karpfen vertreten sind, kann man natürlich sehr auf Mais setzen. Gerade weil Karpfen natürlich auch sehr gierig nach Mais sind. Und wenn man so einen kleinen Karpfen an der Fiederrute hat, da muss man aber echt schon kämpfen, sage ich mal, ne? Also da hat man wenig Rückgrat oder Reserven, besser gesagt, in der Rute, weil man fischt ja beim Fiedern mit der Fiederrute. Und wenn da so ein kleiner 10 Pfund Karpfen drauf geht, alter Schwede, das geht ab, das kann ich euch sagen. Habe ich selber schon gehabt. Und dann, um zurückzukommen auf meinen Ansitz, habe ich es mit Mais probiert und wieder die Rute fertig gemacht, ausgelegt und wieder nichts gebissen. Und dann war ich verzweifelt, nicht so, das kann doch nicht angehen. Wir hatten zwar Temperaturen um 0 Grad oder minus 1, glaube ich schon. Aber gerade an dem Gewässer, wo ich war, da fange ich auch bei Frost meine Brassen eigentlich immer. Und dann bin ich beigegangen, habe meine Rute wieder rausgeholt, habe da ein Maiskorn draufgepackt, ein Caster und eine Made. Also wirklich so eine Kombination aus allem. Werf aus und ich glaube, die Rute lag keine 2 Minuten im Wasser. Da schlug meine Spitze aus, ich hau an und fange schön 44er Brassen. So kann das manchmal laufen. Also da muss man auch immer gucken, dass man ausprobiert und da halt, ja, nach dem Ausprobieren halt
schaut, welcher Köder dann an dem Tag läuft oder ob irgendeine Kombination läuft. Was ich früher, gerade zu Beginn, wo ich angefangen bin mit dem Angeln, auch sehr häufig gemacht habe, ist Teig. Ich habe einfach einen Bottich genommen, Paniermehl rein, alte Brötchen klein gemacht, Weißbrot, habe das angefeuchtet und habe da so einen Teig von gemacht und den Teig einfach um 12er, 14er Haken so ein bisschen gedrückt. So eine kleine Kugel sah quasi aus wie ein Boilie, war aber Teig und das ausgeworfen. Funktionierte auch super damals. Mittlerweile bin ich mehr so ein Fan von Mahden und Mais, weil es einfach auch einfacher ist. Man muss sich vorher nicht die Mühe machen und das ganze Futter wieder oder den Teig selber machen. Das nimmt natürlich auch wieder Zeit in Anspruch, aber das muss jedem selbst überlassen sein. Ja, ansonsten, alle Karpfenangler kennen's, Boilies werden vom Brassen ebenso gerne genommen wie Karpfen. Teilweise habe ich das Gefühl, lieber als die Karpfen. Und Pellets gehören natürlich auch zu. Und bevor wir es vergessen, den Wunderköder schlechthin, den Wurm, egal ob Tauwurm, Dendrobena, Mistwurm, Laubwurm, beim Aalangeln, kennt ihr auch, da fängt man teilweise Brassen, ja, dagegen kann man gar nicht anschauen. Und eigentlich möchte man sie beim Aalangeln auch gar nicht fangen. Ja, noch ein Punkt, Tigernüsse. Viele Karpfenangler meinen, wenn sie Tigernüsse verwenden, haben sie keine Probleme mit Brassen, weil die Brassen Tigernüsse verabscheuen. Hab ich auch gedacht, hab's gelesen, ausprobiert und wurde enttäuscht, weil ich habe genauso viele Brassen auf Tigernüsse gefangen wie vorher auch. Ich weiß nicht, wie ja, solche Aussagen zustande kommen, ob es wirklich Zufall war, dass Karpfenangler, die sonst sich vor Brassen gar nicht ja, drücken konnten, dann Tigernüsse verwendet haben oder ob man keine Brassen mehr fing. Also ich kann genau das Gegenteil behaupten. Ich habe mit Tigernüssen genauso viel Brassen beim Karpfenangeln gefangen, teilweise wie ohne Tigernüsse. Und daher, ja, würde ich diese Aussage pauschal jetzt nicht als richtig behaupten oder für richtig behaupten. Da ja, muss man sicher auch gucken, dass das von, ich denke mal, dass es von Gewässer zu Gewässer natürlich auch unterschiedlich ist. Aber ich für meinen Teil kann sagen, nur weil man Tigernüsse verwendet, die Brassen angeblich verabscheuen, fängt man nicht weniger Brassen. Also gerade bei mir kann ich absolut nicht bestätigen. Ja, dann habe ich hier als nächsten Punkt die Montage. Die zwei bekanntesten und ich denke auch mal am häufigsten verwendeten Montage beim Fiedern sind die Schlauchmontage. Dann nimmt man einfach den Futterkorb und ja, einschlaufen ist es nicht. Man hat halt quasi so einen Seitenarm neben der Hauptschnur, auf dem sich der Futterkorb frei bewegen kann. Dann kommt ein Wirbel und dann kommt der Haken. Hat halt den Vorteil, dass ich das nirgends vertüdeln kann, weil der Futterkorb reihum um die Hauptschnur quasi gleiten kann. Und das ist bei der anderen Montage, die ich viel lieber verwende, wie mit dem Anti-Tangle-Boom. Wie gesagt, ich zeige euch die Montage nachher auch noch alle. Ist das wesentlich einfacher, finde ich, weil dann nimmt man einfach die Hauptschnur, kommt ein Stopper eventuell drauf, braucht noch nicht mal Anti-Tangle-Boom, daran Blei, beziehungsweise einen Futterkorb. Ich habe teilweise, wir haben hier Gewässer, die Polder, die kennt ihr. Da brauche ich nicht mit dem Futterkorb grundsätzlich angeln. Da fieder ich auf 10 Meter Distanz. Da kann ich mit einem guten Unterhandwurf auf dem Futterball noch mal so hinwerfen. Aber wenn man wirklich an irgendeinem größeren See ist und fischt auf 40, 45, 50, 70 Meter, ne, es gibt ja viele Routen, die haben Wurfgewicht bis 100 Gramm, da kann man schon gut Distanzen mit bewältigen. Da braucht man natürlich einen Futterkorb, ist klar, weil man das Futter dann schlecht mit der Hand 100 Meter weit werfen kann. Und selbst wenn man 20, 25 Meter schafft, wird der Ballen bis dahin so auseinanderfliegen, dass man es komplett verteilt hat. Und das will man ja nicht, weil wir gezielt da, wo der Köder ist, auch anfüttern. Und ja. Beim Stippen fängt man natürlich auch immer so sehr viele Brassen. Und das macht eigentlich auch richtig viel Laune, muss ich sagen. Also wenn ich wirklich mal Richtung Herbst meinen Köderfischvorrat für den Winter auffülle und bin mit der Stippe unterwegs. Und gerade wenn man so September, Oktober noch unterwegs ist, wo es noch nicht ganz so kalt ist wie vielleicht im Dezember, dann sind die Weißfische natürlich noch sehr aktiv und gerade Brassen, die sehen im Herbst natürlich auch zu, dass sie sich ein paar Fettreserven anfressen für den Winter, da im Winter bekanntlicherweise jede Fischart ihren Stoffwechsel runterfährt, weil es halt wesentlich schwieriger ist, Nahrung zu finden. Und wenn man dann mit der Stipprute da sitzt und man hat da halt keine Rolle, ist halt eine Stippe und da kloppt einen auch so ein 40er, 45er Brassen rein. Also das macht schon wirklich Laune, das muss man sagen. Und beim Stippen bin ich sowieso da auf Köderfisch, auf Weißfisch aus. Das heißt, ich habe auch Maden als Köder und das da mal eine Brasse als Beifang oder als Beifang kann man es noch nicht mal nennen, weil man geht im Prinzip gezielt ja auch auf Weißfisch. Das macht schon richtig Laune, also auf jeden Fall. Ja, wann fängt man Brassen? Aufs Jahr gesehen
würde ich tendenziell behaupten, wenn die Gewässer jetzt nicht gerade dicht gefroren sind, immer. Also ich habe schon Brassen gefangen, wo ich oberkörperfrei im Sommer am Kanal saß. Ich habe auch schon Brassen gefangen, so wie letztens für die Challenge, die wir am Laufen haben, mit zwei Jogginghosen, eine Jeansbüchse darüber, zwei Pullis an, eine dicke Jacke, Mütze, Schal, Handschuhe. Da habe ich auch schon Brassen gefangen. Also aufs Jahr gesehen würde ich fast sagen, immer. Natürlich im Sommer ist es einfacher, aber wenn man sich im Winter ein bisschen die Zeit nimmt und ein paar Dinge beachtet, da kann man genauso gut Brassen fangen. Also da würde ich jetzt nicht pauschal behaupten, dass die Winterruhe halten, wie viele ja immer meinen, gerade bei Weißfisch, dass die in Winterstarre fallen. Das kann ich nur bedingt, ja, dem bedingt zusprechen, weil ihren Stoffwechsel runterfahren, das ist Fakt, das wissen wir mittlerweile ja, aber die können auch unmöglich sich, sobald der erste Frost kommt, in Winterstarre verfallen und da bis zum nächsten Frühjahr bleiben, ne? Und gerade auch die müssen natürlich auch sehen, dass sie was zu fressen kriegen, ist ja klar, wenn die nicht fressen, können die ihren Energiebedarf nicht füllen und demnach würden die dann natürlich auch eingehen. Ja, wann fängt man Brassen? Auf die Tageszeit gesehen, da würde ich auch sagen, das ist sehr unterschiedlich. Die Karpfenangler kennen es natürlich vorwiegend nachts, wenn es am nervigsten ist, dass die Brassen da beißen, sind aber oftmals dann auch die größeren Exemplare. Ich weiß jetzt nicht, ob die Brassen, die, vor allem die größeren Exemplare auch mehr nachtaktiv sind, weil ich tagsüber an der Fiederroute auch schon große Brassen gefangen habe. Auch ich kann mich da gar nicht auf eine Tageszeit festlegen, morgens, mittags, abends. Also wenn ich da an meine Erinnerung denke, wann ich Brassen gefangen habe, das war eigentlich immer, wenn ich morgens beim Karpfenangeln die Karpfenruten neu gemacht habe und habe nebenbei eine Fiederrute beim Frühstück mit rausgeschmissen, habe ich gefangen. Ich habe abends beim Aalangeln gefangen, mittags in der Mittagssonne. Ich kann mich noch gut daran erinnern, da hatte ich glaube ich gerade meinen Angelschein. Da hatten wir es so warm am Wasser, dass auf dem Land, wo wir saßen, wo kurze Zeit vor Heu gemacht worden ist, der komplette Rasen ausgegangen ist, so warm war das da. Das waren 35 Grad, da haben wir auch Brassen gefangen. Da haben wir die sogar mit Schwimmrot an der Oberfläche gefangen. Das ist natürlich auch eine Methode, Brassen zu fangen. Vor allem auch eine sehr launige Methode, weil man die Bisse halt sieht. Das ist halt viel mehr Adrenalin, weil man halt seinen Köder die ganze Zeit im Blick hat. Und dann auf einmal kommt von unten so ein Rüssel und versucht halt, ja, die Brotflocke oder das Stück Weißbrot, das Stück Brötchen einzusaugen. Kann man auch sehr, sehr gut machen und macht auch sehr viel Spaß. Also wie gesagt, auf die Tageszeit bezogen würde ich jetzt nicht sagen, dass es eine, ja, eine Haupttageszeit gibt oder einen Zeitraum, in dem man jetzt wirklich prozentual gesehen die meisten Brassen fangen würde. Das hängt natürlich auch immer damit an, wann ist der Angler am Wasser. Wenn der Angler jetzt 100 Mal am Wasser war auf Brassen, aber immer nur zwischen 16 und 18 Uhr und fängt da seine Brassen und sagt dann, ja, also meine Brassen, die fange ich mal zwischen 16 und 18 Uhr, dann ist das klar, weil er es noch nie zu einer anderen Uhrzeit probiert hat. Also da muss man immer achten, wann man ans Wasser geht und so wie ich mache mir generell nach jedem Ansitz oder vorm Ansitz schon Notizen, wo gehe ich hin, schreibe mir das Wetter ein bisschen auf und guck dann auch wirklich dann auch Jahre später noch. Ich habe mittlerweile eine Statistik, die geht über Jahre zurück. Wann habe ich wo mal angesessen? Was habe ich gefangen? Was habe ich als Köder verwendet? Und da kann man sehr viele Rückschlüsse draus ziehen. Also das auf jeden Fall. Ja, anfüttern habe ich schon gesagt zum Thema Brassen. Man kann die natürlich auch anfüttern. Wenn ihr jetzt bei euch in der Nähe irgendwie so ein Parkweiher habt oder so ein Parksee, da bietet sich das natürlich auch an, weil ihr kennt das, da werden die Enten immer gefüttert. Das sind logischerweise auch immer gute Hotspots für Karpfen. Und da, wo die Karpfen sind, das sind die Brassen in der Regel nicht weit. Und andersrum genauso. Also da, wo ihr beim Fiedern sehr viele Brassen schon gefangen habt, ohne da irgendwie groß anzufüttern, da könnt ihr auch eigentlich fast sicher sein, dass da irgendwo Karpfen rumschwimmen. Da tut sich fast nichts. Und ja, anfüttern, kommen wir direkt zum Thema Futter. Da braucht man, ja, kann ich jetzt auch so viel nicht so sagen, weil es gibt einfach mittlerweile unzählige Marken und Hersteller, die Futter produzieren. Und man kann es natürlich auch selber machen, was ich vorhin schon erwähnte. Habe ich früher auch gemacht. Was habe ich da genommen? Alles, was man so im Haushalt hatte: Paniermehl, alte Brötchen, Vanillezucker. Spekulatius kann ich nur empfehlen, wirklich. Also, wenn du da nach Weihnachten noch was übrig hast, man kriegt es ja leider nur Richtung Weihnachten rum. Und haut das mal durch die Mühle und habt dann so ein Spekulatiusmehl. Das wirkt teilweise echt Wunder. Da habe ich früher sehr viel mitgearbeitet in meinem Futter. Mittlerweile weniger, weil ich auch gar nicht mehr so viel auf Brassen los bin, außer in der Schonzeit oder gelegentlich mal nebenbei beim Karpfenangeln. Aber mit Spekulatius zum Futter, das kann kein Nachteil sein, weil es auch sehr süß ist. Also ich bin
ja, oder habe die Erfahrung gemacht, besser gesagt, ein süßes Futter für Brassen ist besser als ein herbes. Es mag auch andere Gewässer geben, wo das dann andersrum ist, aber das ist wie gesagt meine Meinung. Was ich sonst noch mal Futter drin habe, ist eigentlich immer Hanf, weil Hanf halt auch sehr, genau wie Mais, einen sehr einen hohen Nährwert hat und Nährwert, so, fang schon wieder an, mich zu versprechen. Und die Brassen, die schauen ja auch genauso gut wie die Karpfen im Futter, was kann ich damit anfangen? Und die wollen natürlich auch möglichst wenig essen, oder fressen besser gesagt, sagt man ja bei Tieren, möglichst wenig fressen, aber den maximalen Ertrag quasi rausholen, was die Energiezufuhr betrifft. Und demnach haue ich da eigentlich immer ein bisschen mit Hanf rein und nehme da mal so einen Rösthanf. Und das ist auch mal ganz interessant, wenn ich jetzt am Kanal bin und habe da wirklich einen Sandboden, der oder einen Kiesboden besser noch, der recht hell ist. Und ich habe so ein paar 100 Gramm Hanf in meinem Futter drin, was natürlich schwarz ist und dunkel ist. Und bei dem Rösthanf ist es so, dass teilweise auch ganz einzelne Partikel aufsteigen. Und das hat natürlich auch eine enorme Lockwirkung auf die Brassen und hat meinen noch nie einen Nachteil beschert. So, dann kommen wir jetzt erstmal zur Montage. Die ist wie gesagt ganz, ganz simpel. Einen einfachen Stopper. Das ist auch egal, ob ihr da einen Bandstopper nehmt oder so einen Silikonstopper. Ich bin mehr so ein Fan von Silikonstoppern geworden, weil mir die Fahnenstopper, weil es einfach zu aufwendig war, jedes Mal die Bänder da wieder dicht zu ziehen und dann lösen sie sich doch. Dann habe ich hier zum Beispiel, ich hatte euch das erklärt, mit dem Futterkorb, man kann da einmal einen Seitennarben machen und dann mit einem Anti-Tangle-Boom arbeiten. Ich war zum Beispiel beim Karpfenangeln und hatte kein Anti-Tangle-Sleeve mehr. Da habe ich einfach so einen, ja, so einen Safety-Clip genommen vom Karpfenangeln. Da schiebt ihr das erste Teil rauf. Ihr seht es hier schön. Da kann man dann unten so problemlos den Futterkorb mit reinballern. Zack. So. Dann den Rubber, wie es sich schimpft, da so wieder drüber. Und da geht mal Facebook. Und dann habt ihr hier wunderbar den Futterkorb. Ja, und dann geht die Montage weiter. Macht ihr einen Wirbel, einen ganz normalen Clinchknoten, Wirbelknoten, wie man es schimpfen mag, drauf. Und hier kommt das Vorfach rein. Wenn ihr jetzt zum Beispiel an solchen Gewässern fischt wie ich bin teilweise auch an ganz kleinen Gremen am Fiedern, da muss man nicht zwangsweise jedes Mal einen Futterkorb dran haben. Ich mache mir hier dann ganz gerne nochmal so ein 15 Gramm Blei rein und fütter dann die Stelle quasi per Hand nach, werft da zu Beginn des Angelns zwei, drei kleine Ballen hin und dann je nachdem, wie es läuft, eventuell fütter ich dann nochmal nach oder halt nicht. Aber wenn man jetzt wirklich am See zum Beispiel am Fiedern ist und muss wirklich jedes Mal 40, 45 Meter auf Distanz raus, dann ist so ein Futterkorb natürlich unerschwinglich. Und dann würde ich auch nicht so einen kleinen nehmen wie wir hier, sondern schon etwas größeren. Den habe ich jetzt drauf, weil das gerade die Fiederroute ist, mit denen ich jetzt Mittwoch am Wasser war. Und jetzt auch nächste Woche wieder mit Gü verwenden werde. Ganz einfach, weil im Winter wird eh nicht so viel gefüttert oder sollte man nicht so viel füttern, weil man die Fische halt extrem schnell sättigt. Und von daher bietet sich da an, halt kleinere Futterkörbe zu nehmen, weil dann kann man eigentlich gar nicht zu viel füttern, ne? Ja, das wäre es eigentlich zur Montage. Zur Rute kann ich die Rute eben schnell einklappen hier. Sind halt ganz normale Fiederruten. Meine ist jetzt dreiteilig hier. Versuche das mal mit der Spitze zu demonstrieren. Ja, da sieht man es. Die haben halt alle diese ganz feinen Spitzen, meistens andersfarbig als der Hauptblank. Gut, die Orangenspitze sieht man hier gut und dann strafft man die Fiederrute halt. Und sobald man Biss kriegt, ruckelt das in der Rute und dann weiß man eigentlich schon, ja gut, da ist irgendwas dran. Stecke ich die irgendwie wieder zusammen. Ich habe hier jetzt als Hauptschnur eine 028er Mono drauf. Das ist eigentlich so ein Mittelding. Ich hab auch eine, ziehe mir den Futterkorb eben schön übers Laminat nach hinten. Die habe ich mit Geflechtschnur. Das ist gerade, wenn man ja weitere Distanzen werfen muss, natürlich von Vorteil. Ganz einfach, weil sich geflochtene Schnur besser werfen lässt. Hier habe ich eine 1500er Stationärrolle drauf. Das reicht vollkommen mit einer Bremse. Die ist natürlich auch enorm wichtig. Gerade wenn man mit der Fiederrute auch auf größere Brassen angelt und die dran hat. Da muss man teilweise schon ein bisschen nachgeben, weil die Fiederrute, die ist halt so konzipiert, dass sie sehr leicht ist und ja. Sie hat zwar eine gute Aktion, aber wenn da wirklich mal eine größere Brasse drauf kommen sollte oder ein Karpfen, was ja auch durchaus passieren kann, oder ein starker Aaland, dann ja,
zeigt der Fisch der Rute, sag ich mal, sehr schnell die Grenzen auf. Und da muss man nachgeben. Und das ist natürlich auch der Sinn des Fiederns, dass man halt mit leichterem Gerät auch auf die Fischarten angeln kann. Ja, die man, wenn man zum Beispiel jetzt eine Brasse an der Karpfenrute hat, die ja, so eine 3-Pfund-Karpfenrute, sag ich mal, da merkt man natürlich nicht viel von. Und ich finde, Fiedern ist immer so eine super Sache. Nebenbei, gerade jetzt in der Schonzeit, oder die noch haben wir noch keine Schonzeit, aber ab Mittwoch, ja, das wäre es eigentlich so zum Gerät. Kommen wir noch mal zu den Haken. Ja, das sind so die Standardhaken, die ich verwende. Diese sind jetzt zum Komoran, Maishaken, Größe 12. Ich kann die mal aufmachen. Da will ich mich jetzt auf keine Marke festlegen. Das sind herkömmliche kleine Haken. Ihr seht das, wenn man das mit meinem Daumen vergleicht. Das sind relativ kleine Haken und damit habe ich eigentlich auch immer bisher gut mitgefahren mit den kleinen Dingern. Das ist natürlich auch für Stippen ideal. Nur weil da jetzt zwei Maiskörner drauf abgebildet sind, heißt das natürlich nicht, dass man da nur jetzt Mais dran fischen kann. Da kann man auch ganz normal Maden oder Karst oder sonst was. Ja, klangschalltechnisch Blei braucht ihr beim Fiedern ja nicht zwingend. Was ich gerne mal mache, ist so ein ganz kleines Blei ein Ticken über den Haken aufs Vorfach. Ganz einfach, weil man dann, wenn man auswirft, das Vorfach so ein bisschen streckt und ja, Vertüdelung so ein bisschen vorbeugt. Dann auch so ein Standard-Birnblei, was ich gerade eben schon erwähnt habe. Wenn man jetzt wirklich an ja, kleinen Gremen fischt, so wie ich, wo man nicht zwingend jedes Mal mit dem Futterkorb auswerfen muss, dass man da dann quasi mit der Hand füttert, mit Ballen und dann statt dem Futterkorb halt so ein kleines Birnblei dran macht. Und meine allseits geliebten Koga-Wirbel, die haben jetzt einen Tragkraft von 9 Kilo. Das reicht beim Fiedern in der Regel aus. Sehen schön klein. Man sollte sein Angelgerät natürlich immer aufeinander abstimmen. Das heißt, wenn ich jetzt am Fieder bin, sollte ich da jetzt nicht einen Wirbel dran knallen, der jetzt 120 Kilo trägt, weil das braucht man beim Fieder nicht. Das ist einfach so. Und das ist auch nicht so eine günstige Alternative von Askari. Ich glaube, wenn man da 10 Packungen von auf einmal bestellt, bezahlt man, glaube ich, nur noch 1 Euro oder was für so eine Packung. Sitzen 10 Wirbel drin, 20 Cent für einen Wirbel. Das ist jetzt echt kein Preis. Und auch wenn man bei den kleinen Teilen natürlich eigentlich nicht sparen sollte, bei den Koga Premium Wirbeln kann man das echt. Das sind echt Top Wirbel. Die, ja, die brechen nicht, die sind stabil. Und da habe ich noch nie Probleme mit gehabt. Ja, das sollte es aber erstmal gewesen sein mit der Folge. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Nächsten Monat wieder Karpfenkurztipps. Und im März dann, ja, könnte man eigentlich schon ein bisschen was zum Thema Aal erzählen, weil im März geht das bei mir mit der Aalangelei eigentlich wieder los. Muss ich noch mal gucken, wie es bis dahin ausschaut. Aber das wird schon. Ja, das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch was, bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge.